der Frauenfähigkeit, ihre viel ausgeprägtere Fähigkeit, in jedem Moment in die Wirklichkeit und seine Wirksamkeit einzutauchen und diese noch unsagbar authentischer wahrzunehmen, resultiert daraus, dass sie keinen perhorreszierenden Kontrast, keine Paralogik, keine Unmöglichkeit darin sehen, in dieser kontinuierlichen Wiederauslöschung aller Bewegung seiner selbst, um damit Wirksamkeitsdrehmoment erst zu erhalten, denn für sie ist die Programmierung ja klar, dass sie eben dieser Neutransformationsgenerator der Fortsetzung und der Promotion und der Neuumwandlung des Wirklichen, des organizistischen Lebendigen in Ersetzung seiner Trägermatrix, aber in kontinuierliche Weiterreichung des nächsten Trägermodells als Weihegefäßträgerinnen, als Eumeniden, als Menaden darstellen und diese ja, Punkt, Punkt, Punkt. Deshalb sprechen auch Blumen zu ihnen oder andere Blütenkelche oder Phanerogamen.